Ja, eigentlich sollte an dieser Stelle da der zweite Teil des Technikvideos kommen. Das ist noch nicht fertig. Ich hatte mir ganz fest vorgenommen, heute das Video oder das Skript einzusprechen und dann das Technikvideo zu bauen, den zweiten Teil des Technikvideos, um es vielleicht dann heute oder morgen online zu bringen. Aber gestern Abend haben Ango Gontal und Unobtainium und ich nochmal zusammengesessen, sind durch das Skript gegangen. Da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die nochmal einer näheren Betrachtung bedürfen, wo wir nochmal inhaltlich drüber sprechen müssen. Und ja, es soll einfach Hand und Fuß haben, was in diesem Video erzählt wird, und deswegen habe ich gesagt, okay, wir schauen noch mal drauf und dann wird das Technikvideo, ich plane es zum Ende nächster Woche, dann Donnerstag hoffentlich, released werden, veröffentlicht werden von mir. Aber da der kleine Autist von in mir so darauf eingestellt war, dass ich heute ein Video bauen möchte, kann, soll, darf, möchte ich einfach jetzt ein Video bauen. So, und dann nehme ich mir dieses Inside Star Citizen und habe das einfach mal übersetzt, weil es das erste Inside Star Citizen ist dieses Jahres, weil es schön was für die Augen gibt und weil es auch interessante Informationen gibt für Alpha 3 19, auf die ich mich sehr freue. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr mich kennt und mir schon länger folgt, dass ich totaler Fan von Lorville bin, dass es meine Homebase ist schon, seitdem es sie gibt. Ich mag es einfach, mit der S-Bahn durch die Stadt zu fahren, und ich bin mords gespannt darauf, was CRG aus Lorville machen wird in der Zukunft mit der Überarbeitung. Und auch die neuen Schiffswracks sehen fantastisch aus. Ich bin sehr gespannt. Es gibt eine größer werdende Diversität der Zustände der Schiffswracks, und all das bekommen wir in dem Inside Star Citizen erzählt. Und dafür wünsche ich euch jetzt viel Spaß. It's a new year. Ein neues Jahr hat begonnen. Im Gegensatz zu den restlichen Monaten des Jahres ist der Januar 2023 bei CRG eine Zeit der Planung, des Zusammenkommens und des Rückblicks auf die Pläne und Aktivitäten des vergangenen Jahres, um die Richtung und die Prozesse für das kommende Jahr zu überdenken und anzupassen. Und das alles, während CRG mit Hochdruck an Alpha 3.18 arbeitet, dem größten Patch für Star Citizen seit 2017, der die Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Persistent Universe bilden wird. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass dies eine arbeitsreiche Zeit für die Studios ist, aber es ist auch eine Gelegenheit für Inside Star Citizen, sich ein wenig die Beine zu vertreten, vielleicht hier und da ein paar neue Dinge auszuprobieren, sich zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in großer Runde zusammenzusetzen und viele Aspekte der Videospielentwicklung zu betrachten, wobei das Team von und um Jared Huckabee immer sein Bestes tut, um dem nicht im Weg zu stehen. Und da Jared das alles ohne Punkt und Komma zu erzählen scheint, ist er sich sicher, dass die Redaktion ihm sagen wird, dass dies der längste zusammenhängende Satz in der Geschichte des ISC war. In diesem Quartal können wir uns also auf einige neue Teams freuen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Einige, die sich für die zukünftigen Anforderungen neu formiert haben. Unsere Reise zu den 4.0 Specials und natürlich die laufenden Arbeiten für das nächste Quartalsrelease, mit dem das neue ISC-Jahr beginnen wird. Und während Alpha 3.18 noch seinen Weg durch das PTU findet, werfen wir bereits einen Blick auf den nachfolgenden Patch Alpha 3.19. Während eines kürzlichen Treffens des Environment Teams in UK bat Jared Huckabee Mitglieder des Studios in Montreal, über die nächste Entwicklung der Schiffswracks zu sprechen, die ihren Weg in das Persistent Universe finden werden, einschließlich neuer Variationen bestehender Favoriten in verschiedenen Stadien des Verfalls und der Hinzufügung modularer Wohneinheiten, die es bald ermöglichen werden, neue Missionsorte zu schaffen, vom kleinsten Hab bis zur beeindruckendsten Barackensiedlung. Schiffswracks sind wichtig, weil sie Inhalte hinzufügen und das Spielerlebnis bereichern. Es ist, als würde man eine Geschichte erzählen, genau wie das Wrack selbst. Die Wracks, die jetzt im Spiel sind, sind super schön, erzählt Nicolas. Ich bin super glücklich mit ihnen. Wir haben wirklich schöne Formen. Man spürt den Maßstab, man sieht, wie groß sie sind.
Sie sind auch aus der Ferne beeindruckend, fährt Jason fort. Sie wirken rustikal, einsam, verlassen. Diese großen, beeindruckenden Formen und Silhouetten, die man erkunden kann. Die ganze Vegetation, die auf ihnen wächst, erweckt sie zu neuem, zweitem Leben. Und es ist interessant zu sehen, dass all die Dinge eine abenteuerliche und geheimnisvolle Seite haben. Eine Art Indiana-Jones-Erlebnis, dieses Erforschen und Entdecken. Es gibt viele Möglichkeiten für Spieler, die gerne wiederkommen und Spaß daran haben, diese Wracks zu erkunden. Ich denke, wir können die Geschwindigkeit verbessern, mit der wir sie erstellen, denn sie sind wirklich groß und brauchen viele Artists, die daran arbeiten, denn es ist wirklich viel Arbeit und wir wollen Hunderte davon für all die verschiedenen Planeten und Monde erstellen. Mehr hinzuzufügen ist nur möglich, weil wir Object Container Streaming haben, das die Wracks sofort befüllt, anstatt all die Felsen, das Laub und all die visuellen Elemente einzeln von Hand zu platzieren. Ja, und da ist es, das Stichwort Object Container Streaming. Wer sich jetzt fragt, was Object Container Streaming ist, was Object Container sind, das habe ich euch gerade in meinem ersten Teil des Technikvideos erzählt. Und wenn ihr mögt, klickt auf den Link hier rechts oben und dann könnt ihr gleich mit diesem Video fortfahren, dann euch ja schlau zu machen über die Entwicklung von Object Containern, weil das war keine einfache Kleinigkeit. Aber weiter mit dem Inside Star Citizen. Auf diese Weise erstellen wir schöne Module, die für die Verwendung durch Object Container Streaming vorbereitet sind. Das spart also Zeit, sodass wir uns etwas mehr um die Details kümmern können. Was mir an den neuen Schiffswracks am besten gefällt, ist, dass wir mit den Absturzstellen eine tiefere Geschichte erzählen können. Mit der Star Runner, die auf dem Planeten zerschellt ist, und der 600i, die einfach so in den Berg gerast ist. Wir haben uns vorgenommen, unseren Schiffen verschiedene Altersstufen zu geben. So gibt es die frisch abgestürzten Schiffe, die älteren, die von der Umwelt überwuchert sind, und wir haben die Wracks, die nur noch ein Skelett sind, das Gerüst des eigentlichen Schiffes, das einfach verlassen und verrostet ist. That's remaining, really just the frame of the actual ship that's just abandoned and rusted out. Das erste Stadium eines Schiffswracks heißt Feuer. Das heißt, wenn das Schiff gerade abgestürzt ist, dann brennt es noch, es gibt noch Strom, Funken sprühen. Das zweite Stadium ist Crash. Das heißt, das Schiff ist gerade abgestürzt, aber vielleicht ist schon eine Woche vergangen. Das Feuer ist aus, kein Rauch mehr zu sehen, kein Strom im Schiff, keine Funken. Das dritte Stadium heißt Biom. Alles ist überwuchert. Die Natur nimmt ihren Platz ein. Alles ist von Sand und Schmutz durchdrungen. Gras, Blätter und Ranken wachsen auf und in dem Wrack. Leaves and vine growing up on it. The fourth version. Im vierten Stadium ist die Farbe abgeblättert. Das Wrack hatte lange in der Sonne gelegen und ist zerkratzt. Alles ist verrostet, es wurde geplündert. Leute haben das Schiff besucht und es fehlen Teile, Paneele, Drähte hängen im Weg. Es ist im Grunde komplett ausgeräubert. It's been harvested, basically. And I'm really excited about the derelict habs that we'll be adding to them. Ich freue mich auf die Siedlungen, sagt Jason, die Habs, die wir den Wracks hinzufügen werden. Wir erstellen dafür eine Asset-Bibliothek, denn wir wollen all diese Habs auf den verschiedenen Wracks wiederverwenden, um verschiedene Geschichten zu erzählen und zu erklären, warum das Schiff dort ist und wer dort lebt oder gelebt hat. We have like interiors, we have some that is just for like sheltering from the sun and the harsh conditions of the planet. Wir haben zum Beispiel Innenräume, die nur dazu da sind, um sich vor der Sonne und den harten Bedingungen des Planeten zu schützen. Einige sind nur zum Schlafen da, andere haben kleine Bars, in denen man essen und sich treffen kann. Andere dienen der Stromerzeugung und sind mit Solarzellen ausgestattet. Some other ones are just for like electricity generation. We have solar panels on some of them. When people find those ships, they kind of salvage them, so they take. Wenn die Menschen diese Raumschiffe finden, nehmen sie alles Brauchbare heraus und bauen sich eine Art Behausung, denn sie wollen in der Nähe der Absturzstellen leben, um vor dem Wetter geschützt zu sein. Diese kleinen Minicamps, die die Spieler erkunden können, lassen sich übrigens auch an die bereits existierenden Schiffswracks anbauen.
Wir haben sie sehr flexibel gestaltet, sagt Jason, weil wir die Abnutzung dieser Objekte verändern können. Wir können sie also unterschiedlich alt aussehen lassen, wir können sie besonders rostig aussehen lassen oder wir können sie aussehen lassen, als wären sie ganz neu, als wäre das Schiff einfach geplündert worden und man hätte diese kleinen Hütten aus Schiffspaneelen gebaut und so weiter. Das Ziel ist es, eine vielseitig anwendbare Bibliothek zu haben, mit der wir verschiedene Umgebungen schaffen können. Schnee, Sand, verschiedene Wetterbedingungen, Dschungel. Es ist eine Mehrzweck-App-Bibliothek, die unsere Geschwindigkeit und alles andere erhöht. Apps library that, yeah, just increase our speed and everything. Das Ziel war es also, unsere Bibliothek in den letzten Jahren fertigzustellen, sodass wir mit dem nächsten Auftrag, mit der nächsten Crash-Site in der Lage sein werden, all diese Slums, diese Elendsviertel, Shantytowns überall auf verschiedenen Planeten zu erstellen. And if there's one constant in game development, that's change. Und wenn es eine Konstante in der Spielentwicklung gibt, dann ist es die Veränderung, erzählt Jared Huckabee. In diesem Fall die ständige Überarbeitung durch ein engagiertes Team, um die Planeten und Monde von Stanton und Pyro nicht nur mit den heruntergekommenen Habs und Shantytowns zu bevölkern, die wir gesehen haben, sondern auch mit unseren Landezonen wie Lorville. Auf der CitizenCon 2952 haben wir in einem Journey to 4.0-Beitrag erstmals über die bevorstehenden Veränderungen in Lorville gesprochen. Während die verantwortlichen Kollegen vor Ort in UK waren, hat Jared Huckabee und Team einen Blick auf die Fortschritte des Teams geworfen. Fortschritte, die ehrlich gesagt so gut laufen, dass CRG glaubt, dass die neue Version unserer ältesten Landezone vielleicht etwas früher kommen könnte als erwartet. Seit wir das letzte Mal über Lorville 2.0 gesprochen haben, hat sich viel verändert. Es hat sich weiterentwickelt, sagt uns Maxim hier. Das Schlüsselelement, das sich verändert hat, ist der Detaillierungsgrad aller Elemente und ich möchte ausdrücklich die Gebäude erwähnen. Es gibt Details, die die Glaubwürdigkeit der Gebäude wirklich erhöhen. Die ganzen Industriebezirke vermitteln wirklich den Eindruck einer maßstabsgetreuen Stadt. Das wird unverwechselbar sein. Unsere Materialien sind schon viel näher am endgültigen Aussehen, fährt Maxim fort. Wir wollen den Gebäuden und der Umgebung mehr Spannung, Abwechslung und Farbe verleihen und die Stadt mit vielen Lichtquellen ausstatten, um einen guten Eindruck vom Tag- und Nachtzyklus zu vermitteln. Das Branding orientiert sich stark an der Hurston-Familie, die in gewisser Weise sehr brutalistisch ist und es wird ikonisch sein. Auf dem Weg vom ersten zum endgültigen Entwurf müssen wir manchmal einige Dinge ändern, denn während wir den richtigen Maßstab für die Gebäude finden und prüfen, wie sie aussehen und wie sie zusammenpassen, stellen wir fest, dass einige Dinge anders ausgerichtet werden müssen. So müssen wir einige Gebäude entfernen und einige Stadtviertel umgestalten, damit alles besser zusammenpasst. You have to go into and remove some buildings or rearrange some neighborhoods to make it them fit together in a more cohesive way. There's things beyond like the new buildings, there's new pathways, there's the trenches. Neben den neuen Gebäuden gibt es auch neue Wege, Gräben und Tunnel, die den Pyramiden aus Erics Konzept ähneln und die wir mit Tunneln versehen haben. Es gibt Kräne, unter denen man durchfliegen kann und die von außerhalb der Stadt ins Innere führen und Pipelines, die den Weg nach Lorville weisen. Mit all diesen Dingen, die wir hinzugefügt haben, gibt es eine wirklich interessante Struktur, die es einem leicht macht, seinen Standort zu finden. We added and it has like a really fun structure, easy ways to find where you're at. We're adding more landing pads, especially on the building rooftops. Wir fügen mehr Landing Pads hinzu, vor allem auf den Dächern der Gebäude. Sie bieten neue Möglichkeiten für das Gameplay, für Sammelmissionen und in einer weiteren Zukunft auch innerhalb der Gebäude oder für einfache Missionen, die auf den Dächern durchgeführt werden können. To do on the rooftops. The city is quite expanded. So it's extending much further in terms of like the industry. Die Stadt hat sich sehr vergrößert. Sie ist viel weiter geworden, zum Beispiel durch die Industriegebiete, die wir in den Außenbezirken der Stadt errichten. Man hat das Gefühl, dass sie einen Zweck erfüllen. Abbaugebiete, Pipelines, Industrie und Produktion. Sie führen in die Stadt, sind funktional. Es gibt Schornsteine und Kräne und es macht Spaß, sie zu gestalten. And it makes like a fun layout. We've experimented with moving L19
or the CBD or the spaceport. Wir haben mit der Verschiebung von L19, dem CBD, also dem Central Business District, und dem Raumhafen experimentiert. Am Ende haben wir sie kaum verschoben, nur den Raumhafen um ein paar hundert Meter, was nicht viel ist angesichts der Gesamtgröße der Stadt. Ich denke aber, sagt Maxim, dass es trotzdem visuell eine wirklich große positive Veränderung sein wird. Daran arbeiten wir noch, denn wir wollen, dass diese Vistas wie Schlüsselansichten funktionieren. Make those work like key shots basically for those vistas. Travel to the city is not changing other than the fact. Die Reise mit der S-Bahn durch die Stadt wird sich nicht verändern, außer dass der Transit zu den Toren etwas länger dauern wird. Aber der Blick aus der Bahn wird ganz anders sein, im positiven Sinne, weniger repetitiv. Man wird sich mehr wie in einer echten Stadt fühlen und den Weg des Zuges mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. The path of the train. The key to changing Lorville. Der Schlüssel zur Veränderung von Lorville ist die Möglichkeit, eine ganze Stadt maßstabsgetreu zu bauen, sodass wir hineinfliegen können und es keine Bereiche gibt, die für den Spieler gesperrt sind. Verschiedene Aussichtspunkte in der Stadt, an denen wir landen könnten, und es bereitet auch den Boden für zukünftige Updates, wie die Innenräume der Gebäude, denn die ursprünglichen Gebäude in Lorville waren viel zu klein, um sie mit Innenräumen zu füllen. Aber schon in ein paar Wochen werdet ihr mehr über die Innenräume der Gebäude erfahren. And you're gonna hear more about the building interiors in a few weeks. So, what did we learn this week? Und was haben wir heute gelernt? Fragt Jared Huckabee wie immer abschließend. Wir haben gelernt, dass sich das System der Schiffswracks immer weiterentwickelt, da immer mehr Orte dem Stanton-System im kommenden Patch Alpha 3.19 hinzugefügt werden. Außerdem sehen die Fortschritte an der neuen Version von Lorville nicht nur großartig aus und gehen schnell voran, sondern sie sind auch eine Vorbereitung für die nächste Entwicklung, die das Innere der Gebäude betrifft, worüber wir, wie Maxim schon sagte, in ein paar Wochen mehr erfahren werden. Diese Woche erinnert uns daran, dass der Kern der Entwicklung eines jeden Spiels die Iteration ist. Während das Neue und Brillante immer die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist es genauso wichtig, das Vorherige weiterzuentwickeln, um das Nachher zu verbessern. Und was das Jetzt und Alpha 3.18 betrifft, nun, es wird noch im öffentlichen Testuniversum, den PTU, auf Herz und Nieren geprüft. Aber ihr solltet die Website robotspaceindustries.com und die sozialen Netzwerke im Auge behalten, um zu erfahren, wann dieser riesige Mamma-Jamma-Patch seinen nächsten großen Schritt macht. Und während wir darauf warten, dass wir all unsere abgestürzten Raumschiffe auf den neuen Rennstrecken verstreuen dürfen, hat CIG die Persistenz nicht ausschließlich hinzugefügt, damit ihr alle Chaos anrichten könnt. Nun, einige von uns haben es vielleicht getan. Benoit hat es definitiv getan. Vergesst nicht, dass auch auf den Live-Servern Lunar New Year gefeiert wird. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und das war's mit dem Inside Star Citizen. Das war jetzt eher mal die Ausnahme, weil ich einfach ein Video bauen wollte und nicht konnte, weil das Skript für meinen nächsten Tech-Teil noch nicht fertig ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine kurze, interessante, schöne, spannende Zeit mit dieser Übersetzung. Ich freue mich eigentlich mehr auf 3.19 als auf 3.18. 3.18 wird ein reiner Tech-Patch. Wie ich schon erwähnte, erwarte ich nicht, dass der technisch ganz toll rundlaufen wird. Es wird noch viele Kinderkrankheiten geben, wie das eben so ist bei einer Neueinführung diesen Ausmaßes. Und wie gesagt, was das eigentlich bedeutet, was CIG hier macht, dass Persistent Entity Streaming nicht einfach ein kleiner Baustein ist, wo man mal eben den Hebel umlegt und dann funktioniert alles. Den ganzen Hintergrund, den erzähle ich euch hoffentlich bis zum kommenden Donnerstag. Das ist aktuell mein Ziel. Ich werde mich dieses Wochenende mit Unobtainium und Angu Gontal noch weiterhin austauschen, die letzten Details nochmal besprechen des Skripts, und dann geht es am Donnerstag los. Und ja, nochmal auf Alpha 3.19 guckend, ich glaube, das wird ein Patch, auf den sich ganz viele Spieler freuen können und werden, einfach weil 3.19 wird das, was mit 3.18 technisch eingeführt wird, verfeinern. Es werden jede Menge Fehler bereinigt werden. Ich gehe davon aus, dass Alpha 3.19 wesentlich sauberer, fehlerfreier, performanter laufen wird als Alpha 3.18. Und es kommen eben
wie jetzt hier vorgestellt, viele neue Orte hinzu. Das neue Lorville, auf das ich mich persönlich sehr freue. Die neuen Schiffswracks, die sehen wirklich atmosphärisch fantastisch aus. Ja, also ich bin sehr gespannt, freue mich auf 2023, freue mich auf die nächsten Übersetzungen und freue mich über eure Likes und Kommentare, wenn euch dieses Video gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal und dann zu Teil 2 der Technikreihe und dem Persistent Entity Streaming. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.